So, ich musste unterbrechen, weil Modellfreunde, Panzer. Ab sofort gibt es den WB2 hier mit Original-Metallfiguren bei uns. Nicht nur zum Ansehen, auch zum Kaufen. Für waschechte Militärfreunde, gut, England, Niederlande, Frankreich, die machen halt solche Shows. Das hier ist jetzt ein 14 Kilo schwerer Tigerpanzer. Ich schau mal, ob er noch betriebsbereit ist. Ich habe ihn gerade aus dem Regal geholt, extra für die Sendung. Ja, das ist die falsche Seite. Hier ist die richtige Seite. Schauen wir mal, ob ich ihn rüberbiegen kann. Das ist, wie gesagt, voll Metall, da kann man nicht einfach so biegen. Aber scheint die Batterie alle zu sein, denn er gab keinen Mucks. Batterie ist alle. Ja. Okay, wie gesagt, ab sofort Militärhobby. Ich zeige ihn euch dann mal eben so. 14 Kilo schwer. Boah. Den Tiger. Es werden auch andere vorgestellt demnächst. Ihr seid also total recht herzlich weiterhin willkommen, nicht nur in der Star Wars Lounge. Dieses gute Stück ist überall abnehmbar. Man kann hier auch die Panzerung zuschalten, das Licht zuschalten. Ja. Grüße, hi! Modell 1 zu 32 aus richtigem, schönen Metall. So, ich mache heute mal, ich werde natürlich eine richtige Sendung hochfahren, wo ihr euch dann diese Sachen hier mal richtig anschauen könnt. Passt jetzt natürlich vom Verhältnis nicht, das ist 1 zu 16. Diese Figuren 1 zu 16 werde ich jetzt im Moment noch nicht kaufen, weil die dann zusammengebastelt werden müssen. Ich habe mich jetzt auf die metallischen Figuren geeinigt, die also kommen, ich werde sie alle vorstellen. Und wie gesagt, mit Zertifikat, ja? Also sein Finger war ein bisschen, keine Ahnung, was er da in der Hand hat. Ne? So, metallische Figuren werden demnächst hier angeboten. Und wenn du mal was sein soll, hallo, Grüße. Ich komm. Was darf es sein? Ja, ich habe noch eine Kleinigkeit. Ja. Alle Figuren werde ich natürlich nicht auspacken, weil das sind Unikate und die haben auch Echtheitszertifikate sind dabei. Ja? Echtheitszertifikate, das sind richtige Zinn-Soldaten, halt WW2, Zweiter Weltkrieg. Der Tigerpanzer kommt auch in 1 zu 32. Nein, doch. 1 zu 32, also das sind jetzt 1 zu 32 metallische Wehrmachtssoldaten, die mit Echtheitszertifikat dann zu haben sein werden. Wie gesagt, ich werde sie nicht so oft auspacken, weil wenn die dauernd rausfallen sollten, wären die dann nicht mehr verkaufbar. Es sind Unikate, wie gesagt, gibt nicht allzu viele davon. Wir haben jetzt mal 5 Stück eingekauft als Set. Sind also 5x2 Figuren. Preis zwischen 12 und 15 Euro. Aber nur für Leute, die das gerne sammeln. Dieses Video ist an sich für Facebook gedacht, für die Sammler, die halt Panzer sammeln und den Zweiten Weltkrieg etc. pp. Die halt das nachbauen. Überwiegend England, Niederlande, Belgien und natürlich Amerika. Und vor allen Dingen Normandie. Normandie ist klar, D-Day wird immer nachgespielt. Wir haben ja jetzt den Juli, den 6. Ist ja vorbei, wurde der Film ja auch gezeigt. Wir haben ja dann auch wieder aufgelegt mit John Wayne und alles. Wir haben den sogar in Farbe. Da den Film D-Day mit John Wayne, den gibt es ja überwiegend an sich in Schwarz-Weiß. Aber wir haben den kolorierten und den haben wir dann hier vorgeführt. Also... Persönlich bin ich ein Adenauer Kind, persönlich habe ich damit nichts zu tun, bin 15 Jahre nach D-Day geboren und kenne das nicht, möchte ich auch gar nicht kennen. Ich kenne zwar die Fahrzeuge als Soldat, also Bundeswehr, ist klar, als Captain Rex für Star Wars bin ich halt auch ein Soldat,
aber halt im Krieg der Sterne und nicht hier im wirklichen Leben. So, aber es gibt nun mal Leute, gibt Kunden, die mögen es und deswegen haben wir das mal im Programm aufgenommen, beziehungsweise Film, Figuren und Theater seit 2010 hat diese Figuren, hat auch diese Thematik. Wie gesagt, der hier 14 Kilo schwer, 575 Euro von Tamiya. Und die hier sind jetzt eingekauft. Wir werden auch sicherlich die metallischen Figuren aus Ägypten besorgen, als Diorama, 30 cm groß, so eine kleine Platte, 15x15 cm Quadrat. Und da sind dann halt die Figuren als Diorama drauf. Einmal wäre das Ägypten die Einbalsamierungsszene und dann die Bauszene, wie die Pyramiden gebaut wurden. Hier halt jetzt im Moment diese Variante, Zweiter Weltkrieg. So, jetzt haut mich nicht, schlag mich nicht. Das ist wie gesagt nur für Freunde, nur für Fans und nur für Historiker. Nichts für andere, die jetzt das Video hier sehen und sich erschrecken, was macht er denn jetzt? Das ist schon lange in unserem Programm. Wir hatten mal zu Weihnachten die Ardennenschlacht im Schaufenster aufgebaut mit einem Museum zusammen. Also hier war richtig was los. An sich war das noch positiv. Aber seit 2015 ist das ja negativ. Ich sehe das aber nicht ein. Ich kann auch nochmal nichts dafür. Ich bin als Deutscher geboren. Ich lebe als Deutscher. Und ich habe, wie gesagt, mit dieser Böswilligkeit nichts am Hut. Ich mag auch das Ganze nicht, was dieses Mal war. Ja, wir haben also die 1:6 Figuren auch da. Okay, der Böse, also der Adolf ist schon weg. Ist auch gut so. Er muss nicht dauernd hier stehen. Also Adolf von 1919. Nein, Adolf von 1917. Wie er da, ne, Soldat war. Und dann hatten wir Adolf von 1929 bis 1939, wie er so jung war. Ja, die sind Gott sei Dank nicht mehr da. Die anderen Bösewichte sind auch nicht mehr da, auch der Rommel ist weg, Himmler und Heidenreich und Heiden, wie der geheißen haben. Okay, ein Böser ist noch, zwei Böse sind noch da. Die anderen sind also Schauspieler, die dieses Mal in einem Film dargestellt haben. Ob das nun, okay, den Original Churchill haben wir auch noch da. Ja, den Original Churchill, dann noch diverse andere aus dem Ersten Weltkrieg. Also, wir hatten ja 100 Jahre Deutschland gefeiert mit dem WDR und WAZ und deswegen ist das entstanden. So, und diese Videoclips benutzen wir ja nur, das sind ja unsere Dekorationswaren. Natürlich möchten viele diese kaufen, aber 575 Euro ist nicht gerade billig. Wie gesagt, ist gerade nicht aufgeladen. Er feuert ja richtig und fährt und macht seine Sachen. Und hat auch gute Kettenglieder, fährt also richtig gut, ist also richtig gut ausgebaut, auch die Motorik. Extra noch ein bisschen in Sand gepackt, damit er auch so ein bisschen echt wirkt. Man hat natürlich darauf aufgepasst, dass er nicht zu viel Sand schluckt, weil man nicht möchte, dass dieses Modell irgendwie zu Schaden kommt, auch wenn es halt eine böse Zeit darstellt. Der kommt aus der Speerspitze, jeder weiß darüber Bescheid, haben wir aber nicht so deklariert. Wir haben also die Embleme nicht benutzt, die damals benutzt wurden. Wie gesagt, Speerspitze, wer sich da auskennt, weiß, woher der Panzer stammt. Ja, und diese Figuren hier, habe ich ja gerade gezeigt, da kommen einige Lanzer werden dann ausgestellt, weil einzeln sah das jetzt nicht aus, die haben wir mal so günstig bekommen. Da habe ich gesagt, gut, bestellt man mal, weil es günstig war. Ich meine, 11, 12, 13, 14, 15 Euro ist günstig für waschechte Zinnsoldaten, wer sich da noch auskennt. An sich sehen Zinnsoldaten von Napoleon oder so oder die 7. Kavallerie, aber wird halt nicht so angeboten. Ich muss mal gucken, ich hole mir mal meine ganze Vergangenheit mal wieder zurück, also die 7. Kavallerie als Modell, die mal so hin und wieder mal als Schaufenster ausstellen, Indianer, die Cowboys, nicht nur immer Star Wars. So, jetzt ist momentan der Zweite Weltkrieg hier ausgebrochen als Modell. Viele wissen ja, bei Facebook gibt es da so eine Rubrik, haben also die Maschinen schon angeschmissen, den Sound und alles. Kann ich euch versprechen, der ist genauso, der hat Sound, der fährt, der hat hier schon reichlich Runden abgelegt, der hat also
so manche Feuerkraft auf Blatt Papier gefeuert. Man kann hier also, wie gesagt, hier oben, wo er hier gerade seinen Gruß absolviert, kann man die Kugeln einsetzen. Dann ist das hier alles voller Kugeln und dann dreht sich das einmal und dann geht er zurück und feuert. Richtig. Ja, wir haben ja also hin und wieder mal so Ausstellungen. Wir wurden gefragt, ob wir es machen. Ja, warum nicht? Ist okay, alle gucken dann, alle staunen dann, möchten das natürlich dann auch kaufen. Aber wir sagen, es geht nicht zu kaufen. Wir können es natürlich bestellen, aber hat seinen Preis. Wir werden natürlich jetzt einen Panzer bestellen, der zu 1:32 passt. 1:16, die Figuren, wisst ihr ja, muss man zusammenbauen, anmalen. Ob wir dazu Lust und Zeit haben, weiß ich noch nicht. Man könnte die auch mit Verpackung hinstellen, das ist richtig, könnte man. Aber mal schauen, wir wollen jetzt, also es passt ja, wir wollen so ein paar Rubriken machen für die Modellbau-Szenerien, mit denen ein bisschen so philosophieren, dann mit den Star Wars-Freunden philosophieren. Am Montag hat sich wieder einer angekündigt, der am Montag vorbeikommen möchte, dann werden wir natürlich wieder über Star Wars philosophieren, versteht sich. Und ja, also wir haben jetzt, ist kein Kriegsspielzeug, um Gottes Willen. Das ist jetzt historisch für Historiker und so weiter, die da diesbezüglich da die Modellsachen sich da hinstellen möchten. Wir haben also, wie gesagt, auch das im Programm. Wir haben also auch diese Sachen im Programm. Die aus Ägypten werde ich wohl im August, spätestens im September dann zeigen, weil wir haben immer das große Glück, dass immer nur ein Teil da ist. Ja? Und da müssen wir das ganz schnell bestellen und dann hoffen wir, dass wir das innerhalb von 4 Wochen dann auch erhalten. Also, wir werden diese Sachen euch zeigen. Ich hoffe, die Rubrik, die wir jetzt hier eröffnen, gefällt euch. Modellbau bzw. geschichtlicher Modellbau mit Dierrahmen. Und mal schauen, ob wir den Panzer da in 1:32 irgendwo unterbekommen. Wir hatten, wie gesagt, 2010 in 1:6. Da hat er aber 70 Kilo gewogen und musste aus dem Wagen rausfahren, hier reinfahren. Der hätte beinahe hier das ganze Schaufenster demoliert, weil er so schwer war. Wie gesagt, musste nicht sein. Das war aber 100 Jahre Deutschland und 100 Jahre Erster Weltkrieg und man hatte darauf hin und die WAZ und WDR hatten diesbezüglich da was gemacht. Ja? Hallöchen! Ich komme. Machen wir. Für alle? Wirklich für alle, die jetzt einen bösen Kommentar hier raushauen. Warum sollte man nicht Geschichte? Also wie gesagt, England spielt es sogar nach, live nach. Die haben echte Fahrzeuge. In Normandie, also die Franzosen, spielen es nach. Ja? Machen dann wirklich so einen Tag. Da kann man zugucken, wie die dann anlanden da. Und ja, halt Krieg spielen. Ja, also 3-4 Tage sozusagen, sogar eine Woche, wenn es sein muss, wenn irgendwie so ein horrender Feiertag bei denen ist, in der Normandie oder in England wird das sehr oft nachgestellt. Warum nicht? Es ist historisch, es ist geschehen, wir müssen es nicht nachmachen. Wir sollten es an sich lockerer sehen, jetzt im Jahre 2017, also 2017, hallo, 100 Jahre ist der Krieg vorbei, der erste Weltkrieg vorbei und Man sollte es anschauen, man sollte darüber sprechen, nicht böse. Es war eine schlimme Zeit, wirklich eine schlimme Zeit, aber wie ich vorhin schon sagte, die Ägypter oder die Römer, das war auch eine schlechte Zeit. Hallo! Wichtig, keine Kriegsverherrlichung, es geht um Geschichte, es geht um Modelle, dass es jetzt ein Panzer ist. Star Wars ist auch Krieg, ja, da wird auch, also, nein, ist klar, ja, aber, wie gesagt, das ist jetzt für die Modellfreunde, dieses gute Stück 14 Kilo, hat mehrere Funktionen, muss nur laden, habe ich jetzt vergessen, dass ich nahm an, der wäre, aber war nicht, ist nicht geladen, und somit werde ich den dann irgendwann vorführen, wieder, werden auch in Betrieb nehmen. Wir können mal darüber diskutieren, würde mich freuen, wenn wir darüber diskutieren. Ihr stellt ja auch eure Fahrzeuge zur Verfügung, ihr zeigt die ja auch. Und ich habe sie mir auch alle angesehen und diesbezüglich habe ich gesagt, ja, ich mache auch mal ein Video darüber, über den Modellbau. Ich muss mir nur die Szenerie noch ausdenken, ich muss mir die Dioramen noch ausdenken, ich muss mir die Sendung noch ausdenken.
ihr erwischt mich da immer so bei Facebook, könntest du nicht. Natürlich kann ich, ist kein Thema, die Zeit nehme ich mir und mache dann diesbezüglich die Videos dazu. Aber ich möchte klarstellen, es hat nichts mit Verherrlichung zu tun. Und das ist auch nur eine Rolle, die gespielt wird. Zum Beispiel Captain Rex ist eine Rolle bei Star Wars als Stormtrooper. Und jetzt hier, natürlich, aber diese Uniform, ich kriege die jeden Tag angeboten. Also ich kriege richtige Uniformen angeboten, kriege die richtigen Gewehre angeboten. Ich hätte jetzt auch eine richtige Zimmerflak kaufen können. Aber wenn ich hier eine Zimmerflak hinhänge, ich weiß nicht, was dann los ist. Provokativ muss man sein, sonst geht es gar nicht. Man muss schon eine Show bieten. Würde mich natürlich freuen, wenn Militaristen, Fans des Militärs auch hier mal zum Stammtisch kämen und wir mal über diese Sachen uns unterhalten. Allzu viel werde ich davon auch nicht einkaufen. Vielleicht mal die Gegenspieler, ein Sherman oder ein T-34, die Russen, dass das irgendwie nach was aussieht. Ja, so Kampfszenen und so weiter. Ich hatte also Kampfszenen, hatte ich ja vorhin schon erwähnt, 1:6 im Schaufenster. Und könnt ihr euch vorstellen, wenn so große Puppen da mit Gewehren und diese großen Fahrzeuge, wo die Puppen dann so richtig Platz nehmen können, wenn die dann plötzlich im Schaufenster sind, das kann richtig krachen und knallen hier. Da kann also schon manches Argument rüberrücken. Böses natürlich. Die Leute sind immer noch böse. Es kommen junge Leute rein, machen Terz. Die waren noch nie im Krieg, die wissen gar nicht, was Krieg ist. Und hallo, das ist Modellbau. Es geht um Modellbau. Ja? Solche Fahrzeuge etc. werden ja auch von Panini angeboten. Ja? Ob das ein Kriegsschiff ist, 1:24 oder so. So ein Riesenteil, die Bismarck zum Beispiel oder die Tirpitz. Das ist Modellbau. Ja? Und das ist halt jetzt der Tiger 1, 14 Kilo schwer, voll funktionstüchtig, 7,2 Volt Batterien sind da drin, die dann die Ketten anheizen. Hat eine gute Zuggeschwindigkeit, auch eine gute Steiggeschwindigkeit. Ich werde dieses Fahrzeug irgendwann mal vorführen. Ich glaube, ich habe es aber schon mal vorgeführt vor längerer Zeit. Vielleicht setzen wir dann auch wieder kleine Kameras ein, die dieses Fahrzeug dann halt aus seinem Blickwinkel dann zeigen. Müssen wir mal schauen. Ihr seid total recht herzlich willkommen hier beim Modellbau. Nicht nur Star Wars, Star Trek. Wir hatten gerade noch philosophiert, was wäre, wenn wir im Lotto gewinnen würden. Da habe ich gesagt, okay, wenn ich im Lotto gewinnen würde, würde ich dieses Geschäft wie ein Star Wars Sache aufbauen. Ne, so mit Captain Kirk und so, das wäre dann wirklich hier, würde ich extra Leute kommen lassen, die diesen Verkaufsraum wie die Enterprise aufbauen, die gesamte Brücke mit Rundlauf und alles, auch Rundlauf ins Studio hinten, zwecks Aufnahmen und so, würde ich bringen, wenn ich genügend im Lotto gewinnen würde. Ja, ob das dann authentifiziert wäre, ob das echt wäre, weiß nicht, müsste ich extra zum Moviepark hier nach Bottrop, weil die haben das auch gemacht, die haben Star Trek da auch aufgebaut, auch als Rollercoaster kann man dann im Star Trek da durchheizen, an Captain Kirk vorbei, Spock vorbei, Scotty vorbei und so weiter, Scherkov, und dann landet man irgendwann in der ihren Brücke und kann dann wieder ein- und aussteigen. Das ist eine schöne Geschichte, aber würde ich machen. Es gibt ja viele Sachen, die man kaufen kann, zum Beispiel wenn man reinkommt, hört man dieses Zischen. Man könnte auch hier die Tür einbauen, wenn ein Kunde also vor der Tür steht, dass sie aufgeht und wieder zugeht in dem Geräusch. Auch dieses Pfeifen, wenn man die Nachricht bekäme hier oder so. Warum nicht? Wir mögen Modellbau, wir mögen Film, wir sind immer Filmer, Foto- und Filmstudio. Wir mögen halt. Ne? Wir mögen halt nicht das Böse. Es gehört dazu, tut mir leid, wir können für unsere Urgroßeltern und Eltern können wir nichts. Die lebten in der Zeit und sollte einer jetzt dabei gewesen sein, es war so. So, wir sind jetzt im Bereich, dass wir das nur noch nachbauen, nachspielen. Wir sind im Star Wars Fieber, im Star Trek Fieber oder Valerian. Ne? Der Film so schlecht war ja auch wieder nicht. Jetzt zum Beispiel am 1. August kommt sogar Ghost raus. Also, okay, der war ein Flop,
deswegen kommt er jetzt früh raus, aber trotzdem werde ich es mir anschauen. Hat also nichts mit Modellbau zu tun, aber Marvel-Figuren, Star Wars-Figuren, Kriegsfiguren, aller Art, vor allen Dingen Horror. Ja, okay, Horror, nein, weil das geht wirklich nicht. Das ist, nee, ich meine, das ist schon haarscharf an der Grenze, haarscharf an der Grenze. Das kann richtig manchmal Ärger geben. Das ist eben so. Aber wir haben jetzt eine Abteilung WW2, also Zweiter Weltkrieg, Erster Weltkrieg. Dann haben wir die Assassins, die Attentäter aus dem gleichnamigen Spiel. Als riesengroßen Aufbau jetzt da. Wir haben fast jede Figur da. Die allerneueste, die jetzt im Ägypten spielt, die Gold-Variante, die ist auch schon bestellt. Wird dann auch zu Weihnachten hier eintrudeln. Ja, also ihr seht selber, wir wollen ja gar nichts verkaufen. Wir haben diese Sachen eingekauft, um darüber berichten zu können, mit euch darüber philosophieren zu können. Es geht ja gar nicht anders, weil diese Sachen brauchen wir ja als Kulisse und irgendwann wollen wir sie dann vielleicht mal verkaufen, aber wäre schade, wenn wir das verkaufen, dann haben wir nichts zum Händeln. Ne? Aber irgendwann wird es online angeboten werden, dann könnt ihr die Ware halt kaufen und dann stimmt die Sache. Dann habt ihr halt auch Unikate von uns, die also auch mal im Film zu sehen waren. Dieser T1 ist jetzt ein Unikat bei uns, weil er jetzt in unserer Sendung zu sehen war. Und auch diese Figuren, die zerifiziert sind. Und wie gesagt, Unikate, die man halt bei uns erwerben kann aus Vollmetall. Ja, sind also richtig schön schwer. Die wiegen einiges. Ist aber trotzdem gegossener Zinn mit bemalt und alles. Wirklich filigran bemalt. Ich werde irgendwann mal mit einer Nahkamera euch das Gesicht zeigen und so weiter. Für alle Hobbyfreunde, ihr seid total recht herzlich willkommen hier beim Modellbau, hier bei uns. Wir haben nicht nur Star Wars, Star Trek, sondern auch leider unsere Geschichte, die deutsche Geschichte haben wir auch in den ersten und wie gesagt auch im Zweiermodus. So, haben wir gerade noch drüber philosophiert. Wir haben da aus Sicherheitsgründen auch ausgehängt, damit auch die Bösesten der Bösen es nicht missverstehen, dass wir hier, wie gesagt, auch Modellbau anbieten. Aber wie gesagt, es kommt im August eine Menge Ware, es kommen also hiervon ganz viele, dann werde ich eine spezielle Sendung rausmachen. Ich muss mir nur noch die Kulisse ausdenken, damit das irgendwie besser rüberkommt. Ich weiß einfach nicht, ob ihr das richtig seht. Ich sehe es auch erst nachher im Schneideraum, wenn diese Geschichte zusammengeschnitten wird. Ich hätte schon Lust, so einen Verkaufssender zu machen, über Sachen zu reden, die Sachen zu verkaufen, euch schmackhaft zu machen. Hätte ich auch Lust drauf. Da reden wir auch mal drüber. Wie gesagt, am Montag bekomme ich Besuch. Dann werde ich mal mit ihm darüber reden. Der da kommt, wenn er Lust hat, werden wir dann auch vor der Kamera sein. Dann werden wir natürlich schätzungsweise über Star Wars sprechen, weil wir sind Star Wars Fans 100 Pro. Da geht kein Weg dran vorbei. Das hier sind so Nischen, die hier dann auch gefüttert werden, ob das nur Assassins sind, die Figuren. Wir werden uns sicherlich einige lose Figuren kurz ausleihen und die dann vor laufender Kamera zeigen, weil bei uns bleibt die Ware immer schön verpackt. Auch die Ware, die letztens Einzelhandel stirbt, es lebe der Einzelhandel, wir lieben Amazon, auch gezeigt wurden. Die Ware wird nicht ausgepackt, die bleibt zu und ist... Ja, und die werden dann sicherlich irgendwann mal angeboten werden. Also bis dahin wünsche ich euch noch viel Spaß. Und wenn ihr mal euch sehen lasst, wie gesagt, können wir uns dann über Figuren etc. unterhalten. Ob nur 1 zu 32, 1 zu 16. Schauen wir mal. Kriegen wir schon hin. Ne? Macht einfach Spaß. Und ihr seid einfach dabei.